Moin Leute, Moin. Herzlich willkommen auf unser Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video gucken wir uns das dritte Video zur Scheitelpunktform an. Die Aufgaben, die jetzt hier dran kommen, sind schon schwer, muss man schon gut nachdenken und die Tricks auch wissen, aber wenn ihr das habt, ist super. Das sind halt Spezialfälle. Genau, guckt euch das Video sonst auch noch ein, zweimal an, denn wenn ihr das könnt, ist schon, seid ihr schon gut vorbereitet. Ist alles abgedeckt dann, ja? Genau. So. Es gibt auch gleich einen Tipp. Es gibt einen Tipp. Also, falls ihr jetzt gar nicht weiterkommt, könnt ihr gleich nochmal euch den Tipp anschauen und dann nochmal habt ihr die Chance zu pausieren. Pausiert mal. Gut, der Tipp ist, vor dem x steht ja keine Zahl. Aber vor, wenn da keine Zahl steht, könnt ihr euch immer eine 1 denken. Ja? Also steht hier eine 1 und ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Man teilt durch 2 und quadriert es, wenn man das macht. Das ist sozusagen 0,5 ins Quadrat. Hier steht jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Das war ja nur der Tipp. Der Rest könnt ihr selber machen. Pausieren bitte. So, genau. Also wir müssen mit 0,5 ins Quadrat ist 0,25. Also ist ein Halb mal ein Halb ist gleich ein Viertel. Das heißt, wir müssen mit 1/4 quadratisch ergänzen. Ja, also plus 0,25 minus 0,25. Hier sehen wir wieder die binomische Formel. X Quadrat, da ziehen wir die Wurzel, ist x. Und von 0,25 die Wurzel gezogen ist 0,5. Weil 0,5 mal 0,5 ist 0,25. Ja. So, das Minus wird übernommen. Zweite binomische Formel. Und hinten haben wir, wie gesagt, die Zahlen. Die lassen wir erstmal stehen und addieren dann am Ende. Und hier können wir direkt den Scheitelpunkt ablesen. Haben wir bei 0,5 und plus 4,5. Das ist der Scheitelpunkt. 0,5 muss eingesetzt werden, damit die Klammer 0 ist. Ne? Genau. Und hier kann man direkt ablesen, inklusive Vorzeichen. Ganz genau. Zweite Aufgabe. Noch ein Tick. Noch schwerer. Schwieriger. Kommt aber auch gleich ein Tick. Pausiert mal. So, die 2 stört. Ganz klar. Vor dem x Quadrat stört die 2. Ihr müsst, wenn eine Zahl vor dem x Quadrat steht, diese 2, wir können nicht durch 2 teilen. Es geht nicht, weil dann würden wir diese Funktion auch durch 2 teilen. Also die, wir dürften keine Äquivalenzumformung machen. Und die binomische Formel kriegt ihr auch nicht hin, wenn vor dem x Quadrat was steht. Genau, könnte man hinkriegen, aber ist nicht ratsam. Da was ihr machen müsst, um immer zur Lösung zu kommen, ihr müsst die Zahl vor dem x Quadrat ausklammern. Aber nur so weit die Zahl mit dem x. Die Zahl am Ende bleibt einfach stehen. Die lasst ihr einfach, zieht ihr immer mit bis zum Ende. Das ist der Tipp. Probiert es jetzt nochmal und pausiert. Nachdem wir die 2 ausgeklammert haben, haben wir hier einfach den ganz normalen Fall. Da haben wir das x² und die 2x. Wichtig ist beim Ausklammern, macht einfach die Probe. 2 mal x² ergibt 2x. 2 mal minus 2x ergibt minus 4x. Genau, die minus 4 haben wir jetzt außen vor gelassen. Die bleibt einfach entstehen, die bezieht sich nicht auf die 2. Das heißt, wir nehmen die Klammer und machen hier die quadratische Ergänzung, nehmen die Zahl vor dem x, das ist die 2, die teilen wir durch 2 und quadrieren das Ganze dann, also 2 durch 2 ist 1, deswegen und 2 ins Quadrat und 1 ins Quadrat rechnen wir plus 1 ins Quadrat und minus 1 ins Quadrat. Und wichtig ist, genau, hier müssen wir diese Klammern setzen. Hier müssen Klammern gesetzt werden, weil die 2 bezieht sich ja darauf, alles, was in der Klammer steht. Ganz genau. Und jetzt ist auch ein schwerer Tipp, ein schwerer Rechenweg. Genau, da muss man einfach, es ist nicht anspruchsvoll, aber man muss darauf erstmal drauf kommen. Ja. Ja? Ihr müsst die 2, die hier, nur mit der minus 1 ins Quadrat ausmultiplizieren. Also ihr multipliziert nicht die ganze Klammer aus. Wenn ihr die ganze Klammer ausmultiplizieren würdet, dann hättet ihr davon nichts. Also dann bringt euch nichts. Habt ihr die 2 wieder vom x Quadrat? Genau, 2 mal x Quadrat, 2 mal minus x hoch 2, das passt, das bringt euch nichts. Ihr rechnet nur 2 mal minus 1 ins Quadrat. Weil das Ziel ist, ich will die binomische Formel haben. Und die binomische Formel ist das hier, von hier bis hier. Dieser Teil hier. Das heißt, das will ich weg haben, das will ich nach hinten weg. Die minus 1 ins Quadrat wollen wir raus haben und deswegen multiplizieren wir das mit der 2 aus dieser Klammer raus sozusagen. Ja.
Genau, dann bleibt das hier stehen und minus 2, weil minus 1. 1 ins Quadrat ist 1 und minus 1 mal 2 ist minus 2. Genau. Genau, die schreiben wir hier außen hin. Dann haben wir hier unsere binomische Formel, ziehen aus dem x Quadrat die Wurzel, dann kommt hier x hin und aus der 1 ins Quadrat ziehen wir auch die Wurzel, sind wir bei 1. Die 2 lassen wir einfach hier so stehen und die minus 2 und die minus 4 am Ende, die rechnen wir einfach aus, das heißt, sie kommt minus 6 hin. Genau. Die 2, ganz kurz, ist der Schreckfaktor. Ja. Der ist jetzt hier nicht relevant, aber ihr wisst ja, was der Schreckfaktor für einen Einfluss hat. Das haben wir euch in den ersten Videos der Playlist gezeigt. Aber hier ist ja nur nach dem Scheitelpunkt erstmal gefragt. Hier sehen wir wieder, der ist bei 1, weil 1 minus 1 ist 0 und bei minus 6. Ganz genau. Das war jetzt schon anspruchsvoll. Yep. Ihr könnt es euch nochmal anschauen. Also achtet wirklich darauf, dass ihr erstmal ausmultipliziert. Und wenn ihr ausklammert, die 2, sozusagen diesen Faktor davor, ausklammert. Und dann macht erstmal die Probe. Guckt, komme ich wieder, wenn ihr die Probe macht, komme ich wieder auf meine Ausgangsfunktion. Generell, wenn hier vor dem x-Quadrat was steht, dann müsst ihr so vorgehen. Ja. Für und dann, vorbei. Wenn ihr das habt, müsst ihr quadratisch ergänzen. Das wissen wir jetzt, wie das geht. Aber wichtig ist, in der Klammer quadratisch ergänzen. Und dann ist halt hier noch der kleine Zwischenschritt, dass man hier mit der letzten Zahl einmal ausmultiplizieren muss. Nur, damit man das Ziel vor Augen hat. Ich will ja hier die binomische Formel haben. Und deswegen sieht das so aus. Genau, Leute. Das waren zwei Spezialfälle. Es gibt jetzt noch ein Video, da kommen noch andere Spezialfälle. Genau. Wenn ihr die aber drauf habt, dann top. Alles klar. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.